Weiter geht's, Leute. Schau so. Ich glaube nicht, dass der Gott das Versteck verlassen würde. Kannst du ihn nicht finden? Genau. Ich suche ihn schon den ganzen Tag und kann ihn nicht finden. Weißt du irgendwas darüber, Popo? Popo! My best friend. My black friend. Ich habe ihn seit gestern Abend nicht gesehen. Ich mache mir Sorgen. Du hast ihn also auch nicht gesehen? Wo ist sie am Schuh eigentlich? Hm, das weiß kein Schwein. Ich kann sein Kini spüren. Red doch mal mit Gott. Kein Sound, okay. Schau, so ist nirgends zu finden. Leute, wir Sound haben, Musik. I want music. Vielleicht sucht ihr mal unten nach ihm. Okay. Du meinst, das Versteck verlassen? Ja, geht zu Uranai Baba, vielleicht weiß sie etwas. Verstehe. Wir gehen runter und suchen ihn. Das Training setzen wir fort, wenn wir ihn haben. Keine Sorge, nach unten zu gehen ist Teil eures Trainings. Ich bilde schließlich keine Kämpfer aus, die sich nicht um ihre Kameraden kümmern. Danke Gott. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Aber ich will eine Sache erledigen. Eine kleine Kleinigkeit will ich erledigen. Bevor ich zu Uranai Baba gehe. Das ist nur eine kleine Winzigkeit. Aber der Weg dahin wird zu lange dauern. Pilaf Schloss. Also, ich sehe euch in dem Raum von Pilaf. Okay, ich habe rausgefunden, dass da im Versteck Meteoreinschlag, also Z-Memo Meteoreinschlag ist und eine Glücksfrucht. Das findet ihr bei Pilafs Versteck. Für die Leute, die sich dafür interessieren und gerne alle Z-Memos haben wollen, da findet ihr eine. Was, was? Was macht ihr denn hier? Wir wollen dich, alte Schachtel. Naja. Wir wissen nicht, wo Shaozu ist. Wir dachten, du hilfst uns vielleicht, einen Hinweis zu finden. Hm, ihr meint es offenbar ernst. Der Geist im Hintergrund lacht die ganze Zeit. Kannst du deine Kräfte einsetzen, damit wir ihn finden? Das ist leicht. Hoi, 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 so, 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 hoi, 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 so, 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 blablabla. Hm. Hört sich nach einer Armee an, die gerade marschiert. Hast du schon was rausgefunden? Ja, aber es ist unglücklicherweise was Schlimmes. Er ist auf Mutaitos Trainingsgelände. Mutaitos Trainingsgelände ist ein schwieriges Level, hat mal eine komplette Lösung gestanden. Mutaitos Trainingsgelände. Boah, Schluck auf. Ja, dort, wo Mutaito selbst trainierte. Ach, wirklich? Hätte ich echt nicht gedacht. Was will Shaozu nur an diesem Ort? Freunde finden. Meine Kräfte sagen mir, dass er den Ort unfreiwillig aufsuchte. Also er wurde dahin geschleppt. Unfreiwillig? Ja, einfach gesagt, ich denke, er wurde entführt. Dun, 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 dun. Entführt? Von wem denn? Das weiß nur der liebe Gott. Ich weiß es nicht, geht zum Trainingsgelände. Geht klar. Ach ja. Von der Katze kriegt ihr Saiyajin-Angriff-Z-Memo. Wollte ich neu erwähnen. Und Speicher. Ich bin heute sehr weit gekommen, würde ich mal sagen. Mutaitos Trainingsgelände. Wo ist das denn? Trainingsgelände? Mutaitos Trainingsgelände. Klingt schon etwas bösartig, diese Gegend. Ich hoffe mal, ich bin gut trainiert dafür. Wir sind da. Die Musik in diesem Dungeon gefällt mir. Also hier hat Mutaito trainiert. Ich glaube, ich kriege eine Gänsehaut. Shaozu, wo bist du? Okay. Okay, geht klar. Okay. Ich hoffe mal, ich krieg den mal.
Ich hoffe, der stirbt ja so schnell. Dreifachstrahl. Wenn nicht, habe ich ein Problem und muss dann wieder weiter trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Aber eigentlich müsste er auch schnell sterben, aber er verliert nicht so viel Schaden. Also er verliert nicht so viel, wie ich gedacht habe. Okay, dieses Gelände wird mich fordern. Ich wusste es. Hier ist nichts. Wollt ihr mich verarschen? Geh einfach hier rein. Warte erst davor mal gucken, wie viele Schätze da sind. Schnüff, schnüff. 6, okay, merke ich mir. Also Leute, Olongs Nase ist eigentlich was Gutes. Also mir bringt es was, was ich jetzt gekauft habe. Kleine Mädchen, okay. Kam ja mehr auf die hier und Sonnenfaust auf alle. Kamehameha. Verdammt. Die sind viel tougher, als ich gedacht habe. Egal, das Wetter, letzte Part für heute. Ich habe auch langsam keinen Bock mehr. Ich habe auch heute genug gespielt. Sonnenfaust. Einen habe ich erwischt. Okay, der Schaden ist nicht so atemberaubend, wie ich gedacht habe. Okay, gut so. So. Große Bonne. Okay. Wo führt mich das hin? Ach, wo ganz anders. Zu einer Truhe. Gut. Hä? Wie zum Geier komme ich da hoch? Kann mir das eine mal erzählen? Okay. Bin ich eigentlich umsonst hingegangen, merke ich mir. Also Leute, nicht dahin gehen. Hä, wo führt mich das hin? Ich glaube, ich muss mich ja richtig rumgucken. Ich glaube, ich werde nicht alle Schätze auch finden. Bei diesem Getudelmudel. Ah, so komme ich zu der Truhe. Das mache ich bei denen mal. Die hat eine Sau gebrochen. Okay, neue Gegnersorte. Sehen wir mal, wie die drauf sind. Verdammt, Mann. Ich dachte, ich bin jetzt overlevelt, aber anscheinend habe ich jetzt ein Gelände gefunden, wo ich die Gegner trotzdem hochnehme. Ich glaube, hier werde ich auch noch ein bisschen trainieren. Nein, ich trainiere nicht. Sonst sind die hier wieder stärker, dann muss ich die anderen wieder trainieren und dann... Oh. Dauert es wieder so lange. Aber ich komme mit der Story richtig schnell voran. Ist auch gut, dass ich gelevelt habe, sonst wäre das noch viel länger. Okay, das haben wir jetzt dann. Die Brücke ist eingestellt. Weit unten ist ein Fluss zu sehen. Okay, Z-Memo gehalten. Also Vierer Belagerung. Verdammte Kacke nochmal. Weiter geht's. Ich habe bisher wie viele Truhen geöffnet? Weiß nicht mehr.
Ich habe bisher alle Zensurbohnen, alle Truhen geöffnet, also drei Stück bisher. What the fuck bist du denn? Starker Bär. Okay, töten wir ihn den mal. Okay, mir fehlen jetzt noch drei Schatztruhen, dann habe ich ja dieses Gelände auch komplett. Also richtig complete. Ich will eigentlich bei diesem Spiel alle 100% zeigen. 100% wäre auch noch von Gott, die ganzen Monster zu sammeln, aber nee, Leute. So viel 100% will ich nicht, also wenigstens 99%. Speichern. War wieder ein fettes Schwein, was ich einfach wieder, wo ich einfach war wieder ein fettes Schwein, was wollte ich sagen, und okay. Langsam habe ich keine Lust mehr auf die Zufallskämpfe. Die nerven langsam, richtig. Neuer Gegner, neues Glück. Sehen wir mal, was er drauf hat. Ha! Okay, schnell erledigt. Geheimnisjuwel. Okay. Ah. Ein fettes Schwein, wo ich einfach abgehauen bin. Okay, ich gehe einfach mal nach links. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht der Boss. Fight. Ich hoffe, dass jetzt... Okay, zu einer Truhe. Objektrausch. Objektrausch. Erhöht die Chance auf fallen gelassene Objekte. Okay. Warte, wie viele Schätze habe ich bisher? Ich hoffe mal... Ich habe eigentlich 5, oder? Ja, 5 habe ich. Jetzt fehlt mir nur ein Schatz. Ich hoffe, den finde ich auch noch. Weil ich keinen Bock habe, wieder hierher zu kommen. Echt nicht. Ich mag den Dungeon ja echt nicht. Das ist irgendwie zu verwirrend. Schwachmaten, sage ich mal. Kommen muss. Mal abhauen, das ist das Beste, was ich machen kann. Sollen wir wetten, das ist irgendwo hier versteckt? Das erinnert mich irgendwie an Final Fantasy 3. Irgendwo ist da. Irgendwo hier unten. Okay, dann ist es irgendwo da. Okay, komm. Haha, ich hab dich erwartet, Tension an. Mutaito! Sag mir, du hast meine Stimme schon vergessen. Mutaito! Meister Shen? What the fuck? Was macht der hier? Hey, endlich zeigt sich der Verräter. Wo ist denn nur der andere? Ah, da ist er ja. Achso, er hat Chaozu entführt. Du dreckiger Hund. Chaozu! Warum? Warum tust du das? Um mich zu rächen. Beim letzten Weltkampf warst du so stark, wie du gesagt hast. Du hast meinen Stolz in Stücke gerissen. Stolz? Stolz? Du wolltest nur gewinnen. Deine Fäuste haben keinen Anstand mehr gezeigt. Du hattest niemals Stolz. Hm, das meine ich. Ich stopfe dir dein arrogantes Maul. Du bist hier, um für den Schmerz zu zahlen, den du meinem Bruder zugefügt hast. Nachdem du ihn so verletzt hast, dass es keine Rettung mehr gab. Ah ja, Tao Bai Bai war sein Bruder, ja.
Und deswegen willst du nicht nur Shaozu wehtun, du bleibst sogar Mutaitos. Du beleidigst sogar Mutaito persönlich. Haha, du wirst für deine Arroganz von meinem Meister Mutaito bezahlen. Mach dich bereit, Tenshinhan an. Ich habe die Kämpfe meines Bruders analysiert und diesen Superroboter gespeichert. TPEX werde ich in Jenseits befördern. Sehen wir mal, ob er das wirklich kann. Wenn ja, dann bin ich, dann habe ich die Arschkarte. Aber wo zum Teufel ist die Truhe? Ich muss gleich die Truhe mal irgendwie finden, oder ich krieg gleich die Truhe. Ah, das ist der Gegner. Ah, okay, okay. Habe ich mir jetzt gemerkt. Der Wichser so absorbiert mein Ki. Rengeki, Wolfsonfaust, heftiger Angriff. Okay, okay, gleich. Warte, was kann ich mit ihm machen? Mit dem kann ich keine Spezialattacke machen. Außer, ja, Erdlingsschlag mache ich gleich, wenn ich das voll bekomme. Heftiger Angriff. Und das hört sich irgendwie witzig an. Gut so. Okay, gleich kommt der Erdlingsschlag. Rengeki. Und so. Erdlingsschlag. Jetzt zeigen sich die Erdlinge mal, was sie können. Jetzt kommen Yamshu mit seinen arroganten, komischen Moves, die keinen Sinn ergeben. Verprügeln. Ah, hier. Ach, komm. Wo zum Geier ist die Truhe? Ich glaube, ich gucke mir gleich das Video an, da kann ich auch analysieren, wo ich das vergessen habe. Echt kacke, dass ich keine Spezialattacken, also keine richtige machen kann. Nur diese behinderten Attacken. Endlich, okay, gut so. Geschafft. Und was sagst du jetzt, Meister Chen? Tenshinhan! Wo warst du denn? Bist du verletzt? Ja, aber du musst jetzt nicht sagen. Aber wir haben nur einen Meister und zwei Muten Roshi. Oh. Tenshinhan. Was für eine traurige Sache. Ich weiß. Wo zum Teufel habe ich die Truhe vergessen? Ich verstehe. Also war er böse wegen seines Bruders. Aber Tenshinhan, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Genau, du hast ihm so oft seine Fehler gezeigt. Aber wollte einfach nicht verlernen. Er wollte einfach nicht lernen, ja. Tenshinhan. Ja, ich weiß, aber ich kann nichts dafür. Da hast du recht. Du hast ihn gewarnt. Er wird sich in Zukunft von dir fernhalten, ja. Was ist denn so komisch? Wieder kein Sound. Ich hätte nie gedacht, dass Feinde wie ihr sich so nahestehen können. Feinde? Ihr habt mich alle längst übertroffen. Popo und ich haben euch nichts mehr zu lernen. Ich denke, ihr kehrt besser in die untere Welt zurück, um an eure Technik zu arbeiten, bevor die Kraftprobe beginnt. Ich kann nicht mal lesen. Ich lege die Zukunft in eure Hände. Danke Gott.
Und ja, Jerubi hat nichts dazu getan. Kann ich dann endlich diese schwere Kluft ablegen? Okay, endlich können wir die ganzen schwarzen Wichstrukturen. Die ultimative Technik, die Stärke der Genki-Dama. Und wie war es auf der Erde? Wie war es denn für Son Goku auf der Erde? Das erfahren wir im nächsten Part.